Ich habe den Keksdieb gefunden und angelehnt Rübold die restlichen Kekse zurückgebracht. Anscheinend hat der Kobold den beiden einen Streich gespielt. Ich habe die Kekse zurückgebracht. Was für ein Rezept. Oh, ich habe sogar die Kekse, die ich im Inventar hatte, verloren. Rübenfolds Wunderkekse. Diese erhöhen Geschicklichkeit, Körperkraft, Konstitution, Attacke und Parade für 90 Sekunden um 1. Das ist gar nicht mal so schlecht. Werden 10 Kekse draus. Was zur Hölle? Heilsalbe. Oh, Kristalle. Apfelwein, Drachen. Was für Kekse sind das? Zwiedestillat steht. Na, steht nichts anderes Besonderes, aber. Okay, Wirselkraut Einbeere ist vielleicht noch in Ordnung. Also Einbeere als Zutat für die Füllung und Wirselkraut zum Würzen. Äpfelnüsse ist auch noch okay, aber Raunpulver, Finage, Zwiedestillat klingt schon mal sehr exotisch. Aber dann Drachenblut. Okay, Apfelwein und Kristall ist okay und dann Heilsalbe. Ah. Ob wir die jemals machen werden? Nützlich sind sie vielleicht schon. Oh, Kobold. Spielverderber. Warte. Flupp, da ist er weg. Wir kennen doch hier einen Kobold um die Ecke. Da müssen wir eh vorbei. Willkommen! Gefällt es dir auch, wenn es knallt und raucht? Was darf es sein? Nö, er bringt uns nur immer noch neue Sachen bei. Kulminator Kugelblitz. Ja, aber wir brauchen gerade nichts, denke ich mal. Wir machen einen Quicksave und dann gehen wir auf die Nachtwache. Level 18 sind wir jetzt. 19 wird eine ganze Weile dauern noch hier. Weil wir sind gerade mal so Level 18, ne? Seid ihr bereit für die Nachtwache? Ja, es kann losgehen. Ich werde ihr Posten beziehen. Gebt mir Bescheid, wenn ihr mit eurer Arbeit fertig seid. Ja, werde ich tun. Bis später. Okay, nächtliche Untersuchung am Hafen. Ich habe mit Gadis Rübe gesprochen und wir sind zur Nachtwache im Ogdan-Hafen aufgebrochen. Ich habe mit Rübinger die Nachtwache im Hafen angetreten. Ich sollte mich jetzt überall gründlich umsehen. Irgendetwas sollte in Erfahrung zu bringen sein. Folgt mir. Arg warten. So, Gladys, mach mal Licht. Candidus. So. Das Licht bringt nichts. Okay. Hi, Mietz. Wolfsratten. Oh, verdammt viele Wolfsratten. Ein Betrunkener. Hier stehen Karren im Weg. Kumpel, du solltest home. Da hast du mal eben so ein Bierchen für mich eben, bitte, hier. Meint ihr nicht, dass ihr heute genug getrunken habt? Ach, einer geht immer nach. Na, wie ist es? Das Fingerfrettchen hat schon längst geschlossen. Ich denke, es wäre Zeit, dass ihr auch nach Hause geht. Nach Hause? Will aber nicht nach Hause. Ich will noch was trinken. Ihr habt genug gehabt und jetzt geht nach Hause. Jawoll.
Aber, wo ist denn zu Hause? Komm mit, ich kenne jemanden, der sich darum kümmern wird. Da seid ihr ja wieder. Schon etwas herausgefunden? Ich habe diesen Betrunkenen aufgegriffen. Er scheint mir heute Nacht in der Zelle besser aufgehoben zu sein. Da habt ihr recht. Ich kümmere mich darum. Bis später. Gut. Ja, gut. Dann heißt es jetzt Wolfsratten ab... auseinandernehmen. Katze. Hallo, Katze. Holzfass. Ne, ich fange jetzt nicht hier an, bei Nacht die ganzen Fässer noch einzuschlagen. Wolfsratten. Sind 6 Stück, wenn ich richtig sehe. Könnten aber wieder Mega-Wolfsratten sein. Nö, sind recht harmlose Wolfsratten. Bringen ja nicht mal Erfahrungspunkte. Also sagen wir so, im Ausweichen sind sie schon recht gut. Also ja, ein Fass mit verdorbenem Fisch. Oh, und hier hinten ist mal nicht abgeriegelt. Hier können wir rein, okay. Mal gucken, haben die Wolfsratten außer Wolfsschwänzen vielleicht den Arm eines Stadtgardisten im Maul? Nicht wirklich. Ist in den Fässern was Interessantes drin? Oh, das Kreuz, was können wir nicht mal plündern? Schade. Also gut, hier hinten ist ein Fass mit verdorbenem Fisch, wo sich Wolfsratten tummeln. Ist die Frage, ob das da einer aus Versehen oder absichtlich hat stehen lassen. Mann, hier ist auch immer noch Ardos Blut. Der Steg ist gefährlich. So, gibt's hinter der Taverne was Verdächtiges? Nö, hier ist auch noch immer das der Eingang zum Bierkeller. Ist immer noch zu. Gladys blockiert uns den Weg.
Hallo Katze. Hier hinten sind immer noch die beiden umgekippten Karren. Ach, noch mehr Fässer. Ja. Ulmenholz und Gänsefedern. Er ist Herdock und Gullmontee. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Jetzt schließ endlich die Tür auf. Du hast doch den Schlüssel eingesteckt. Wieso ich? Du hast den Schlüssel eingesteckt. Ich? Nie im Leben. Jetzt fällt es mir wieder ein. Er hat den Schlüssel eingesteckt. Wer? Ich? Du spinnst wohl. Warwick hat dir doch den Schlüssel gegeben. Ich hab's genau gesehen. Dann hast du was Falsches gesehen. Ich hab den Schlüssel nicht. Was haben die drei für Probleme hier? Hi. Wer? Oh, ihr. Ja, ich. Darf ich fragen, was ihr mitten in der Nacht vor der Brauerei macht? Wir haben uns nur ein bisschen die Beine vertreten. Ja, genau. Es ist so eine angenehme Sommernacht. Und da hat euch der Spaziergang von den Eingang der Brauerei geführt. Ich glaube euch ein Wort. Ich konnte nämlich euren Streit über den Schlüssel belauschen. Das können wir erklären. Ich bin ganz so. Den Schlüssel haben wir von Warwick bekommen. Deshalb sollte Warwick euch den Brauereischlüssel geben. Das war sozusagen gewisserweise als Pfand gedacht. Er muss sich Geist aus der Nase ziehen, als Pfand wofür? Er konnte seine Spielschulden nicht bezahlen und da hat er uns so lange den Schlüssel gegeben. Aha, ihr habt ihn also mit einem eurer ehrlichen Spielchen reingelegt. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass Warwick euch den Schlüssel freiwillig überlassen hat. Schluss jetzt mit dem faulen Ausreden. Ihr könnt es euch aussuchen. Entweder gebt ihr mir den Schlüssel und geht nach Hause oder ich übergebe euch der Stadtwache. Los, nicht die Stadtwache! Ihr habt ihn. Ja. Also, hau mich gleich so. Und jetzt fort mit euch, bevor ich es mir anders überlege. Ja, schon wieder die drei. Der Brauereischlüssel. Bei meiner nächtlichen Erkundung habe ich die Zwergendrillinge vor dem Tor der Ferdocker Brauerei getroffen. Sie haben Warwick mit einem ihrer Spielchen hereingelegt und ihr den Brauereischlüssel abgeschwatzt. Ich habe ihnen den Schlüssel abgenommen, bevor sie die Brauerei betreten konnten. Ich werde dem Warwick den Schlüssel morgen zurückgeben. Brauereischlüssel. Sieht sogar aus wie ein Bierkrug. Öffnet die Tür zur Ferdocker Brauerei. Der Brauereischlüssel wurde aktualisiert. Das Tor bleibt geschlossen. Ich habe versucht, mit dem Schlüssel das Tor zur Brauerei zu öffnen. Leider blieb es geschlossen. Entweder haben die Zwerge mich hereingelegt, indem sie mir den falschen Schlüssel gegeben haben, oder der Schlüssel war von Beginn an nicht der richtige. Warwick wird mir die Frage sicher beantworten können. Ja. Hier kommen wir nicht weiter. Gibt's hier... Quan? Psst. No. Eine unerwartete Begegnung. Während meiner Untersuchung des Uktanhafens habe ich Quano getroffen. Er versteckt sich hinter einem Wagen am Lagerhaus Störebrands. Was er wohl hier macht? Ich sollte mit Quano reden. Er hat mich sicherlich nicht grundlos auf sich aufmerksam gemacht. Wer kann mir bei der Suche nach dem verschwundenen Wachen helfen? Na, auch auf Hexensfaden unterwegs? Quano, was für eine unerwartete Überraschung. Was macht ihr denn hier und warum versteckt ihr euch hier? Ich? Ich warte hier auf jemanden. Und ihr? Wollt ihr vielleicht dem ehrenwerten Haus Störreband einen nächtlichen Besuch abstatten? Obwohl sich das vermutlich lohnen würde, bin ich in einer anderen Mission unterwegs. Bei der letzten Nacht war hier am Hafen sind zwei Gardisten verschwunden. Ihr habt nicht zufällig etwas davon gehört? Nicht direkt, aber es wird schon seit einiger Zeit gemunkelt, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugeht. Es scheinen sich hier von Zeit zu Zeit Gestalten herumzutreiben, die nicht zu unserer Gilde gehören. Verratet mir
ihr mir denn auf wen ihr wartet? Ein Vöglein hat mir gezwitschert, dass jemand heute Nacht bei Störrebrands einbrechen will. Ich möchte nur sicherstellen, dass Fex seinen Anteil bekommt. Psst, da kommt jemand. Kommt schnell hinter den Wagen und macht keinen Laut. Okay. Los, kommt. Schleichen wir hinterher. Mal sehen, was sie vorhat.